Leute, wir sind hier backstage im Olympiastadion bei der Panikband von Udo Lindenberg. Die haben ein großes Konzert gleich vor 70.000 Leuten und ich habe ihn hier. Pascal Krawetz, ein absoluter Virtuose an seinem Instrument. Und er steht, guck mal, und sieht auch echt cool aus. Und ich möchte gerne, Leute, ich möchte gerne, dass ihr auch ein Instrument lernt, weil Klavierspielen, das sieht man ja, macht attraktiv, macht schlau, verlängert das Leben. Was hast du dazu zu sagen? Ja, ich kann euch auch nur dazu raten. Also, wenn ihr ein Instrument spielt, sei es eine Gitarre, ein Klavier, eine Flöte, eine Geige, ein Kamm, habt ihr immer einen Freund. Auch wenn ihr ganz alleine seid und ihr euer Instrument habt, seid ihr nie wirklich einsam. Also ich würde sagen, wenn man ein Instrument gelernt hat, hat man einen Freund fürs Leben. Übrigens, Pascals Freundin, die sitzt hier hinter der Kamera, die ist auch bildhübsch. Also er hat auch eine tolle Frau abbekommen, nur weil er Klavier spielt. Ja, man müsste Klavier spielen. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Nee, aber das ist, also ich lernt Klavier, macht oder irgendein anderes Instrument, Flöte. Womit hast du damals angefangen? Klavier. Ich glaube im Kindergarten, da war Blockflötenpflicht damals. Aber da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß, ich hatte eine Blockflöte, aber ich habe da nichts drauf zustande gebracht. Dann war es Klavier und dann habe ich, dann kam Gitarre dazu. Und da habe ich erstmal auf so einer Pfadfinder-Gitarre mit Stahlseiten habe ich da drauf gezogen und habe erstmal Bass da drauf gelernt. Cool. Bis der Hals im Arsch. Ja, super. Also ich meine, klar, du warst natürlich auch flexibler mit der Gitarre damals, so im Lagerfeuer. Kannst du mitbringen, ja. Das ist dann übrigens natürlich auch ja ein Plus für, du hast Keyboarder oder Pianist, das ist dann natürlich immer so ein bisschen schwierig. Eine Gitarre ausgepackt, einen Liebessong gesungen, schon bei die Frau klagen. Ja, ich hatte damals einen VW-Bus, wo ein Klavier drin stand und bin damit immer rumgefahren. Und ja, das ist natürlich scharf. Und bin damit irgendwie auf Straßen und so weiter unterwegs. Aber es war immer eine Schlepperei ein bisschen, das stimmt schon. Ja. Aber ey, Pascal, ich finde toll, dass du den Leuten auch zurufst, ja, dass Leute, sie Musik machen sollen. Ran, ihr müsst unser Erbe doch weiter. Genau, das wir können, machen nicht mehr so das lange. Es kann doch nicht neue Elektronik sein, es muss hier, ne? Okay, danke.